Herzlich willkommen zum Wochengruß 2243 aus der Jablonski-Straße, nicht vor der Greenscreen, sondern wir haben renoviert und die grüne Wand ist frisch und die Bilder kommen noch demnächst. Ansonsten habe ich dieses Wochenende, habe ich frei? Du hattest frei bis gerade eben. Nein, ich habe nicht frei, ich bin frei. Und Dagmar hat das Wochenende gemacht. Yeah. Und ich gebe an dich. Und nee, ich muss ja, wenn ich rede, muss ich ja rennen. Und ich gebe an Dagmar. Und bei der Gelegenheit könnt ihr mal sehen, wie gute Flipcharts aussehen. Die sind da drüben. So geil muss man sehen. Vielen Dank. Ja, wir haben dieses Wochenende ganz viel geübt mit nonverbalen Signalen und unter anderem haben wir Collapsing Anchors gemacht, um Probleme ressourcevoll anzugehen und da ist auch dieses Flipchart entstanden. Also hier war wahnsinnig tolle Stimmung, wir hatten ganz viele Leute hier vor Ort, wir hatten eine große Zoom-Gruppe und es war spannend zu sehen, wie auch über Zoom nonverbal geübt wurde. Trotzdem wurde auch ganz viel gesprochen und natürlich gelacht, wie immer in unseren Kursen. Wieso guckst du so? Ich hatte gerade überlegt, nonverbal auf Zoom, aber das geht natürlich ganz problemlos. Ne? Das ist so einfach so, wie wenn der Ton ausfällt. Genau, wenn die einfach das Mikro vergessen anzumachen. Genau. Wir müssen immer da reinsprechen, sonst beschweren sich Leute hinterher. Ja. Eigentlich hältst du das doch nur so, oder? Ja, ihr dürft gerne. Wir können hier mal durchtauschen. Also das gehört dazu, zu unserer Performance. Wir wechseln hier immer so die Mikrofone. Und wenn jetzt hier irgendwie jemand nicht zu hören ist, dann liegt es daran, dass wir über nonverbale Kommunikation uns diese Woche ausgetauscht haben. So. Ja, genau. Wobei ja der Stimmklang und so auch zur nonverbalen Kommunikation gehört. Also ob ich ganz tief rede oder ganz hoch, könnte man auch zur nonverbaler Kommunikation zählen. Auf jeden Fall. Ob du ganz hoch redest oder ganz tief. Und ob du ganz schnell redest oder ganz langsam. Ganz langsam oder sehr schnell. Ich sag mal was Fundiertes. Gestern kam der 275er Newsletter raus. Weißt du es? Halt irgendein Newsletter. Und der erste von der Reihe über glückliche Beziehungen trotz NLP. Und geh auf Edomanto, guck dir die Kommentare an. Es sind im Augenblick 23 Kommentare. Es gab noch nie einen Newsletter, der in den ersten 24 Stunden so unglaublich viele Kommentare nach sich gezogen hat, wie meine Behauptung, dass NLP eventuell einen nicht nur günstigen Einfluss auf glückliche Beziehungen haben könnte. Es haben sofort 0,3% der Empfänger zurückgeschrieben, sie hätten eine glückliche Beziehung. Und noch zwei weitere haben sich ins Gespräch mit eingemischt. Ich finde, es sind sehr schöne Kommentare. Ich habe auch gleich noch was dazu geschrieben. Und lies es dir durch, mach mit und abonniere den Newsletter, weil ich glaube, diese Serie, die wird noch rumgehen. Weil ich gerade sage, abonniere und abonniere diesen YouTube-Kanal. Wir haben jetzt 637 Abonnenten und wir schaffen bestimmt die 639. Bis Weihnachten. Bis nächste Woche. Wir sitzen hier psychografisch sortiert, wie man wahrscheinlich merkt. Ne? Richtig, in der richtigen Reihenfolge. Caroline und Daniel sind die Assistenten des Wochenendes. Und damit ihr hier nicht nur sitzt, weil ihr einfach irrsinnig gut ausseht, solltet ihr jetzt auch noch irgendwas sagen. Caroline hat schon was gesagt. Ladies first. Ach, ich war schon nicht. Na gut. Ich gebe an Daniel. Also wir haben noch ein Wochenende gemacht. Ne? Und es war so anstrengend, weil wir so viel geübt haben. Ja, nee, ich fand es tatsächlich sehr, sehr schön, weil gerade dieses Thema nonverbale Kommunikation war ja auch im letzten Modeling Practitioner ein großer Teil. Und damit hatte ich jetzt mit einem Abstand von 2 Wochen mal die Gelegenheit, das gleiche Thema einmal von dir und einmal von Dagmar präsentiert gesehen zu bekommen. Und ich finde es immer wieder cool, wie halt auch wie ressourcevoll die Gruppe auch mit einer unterschiedlichen Präsentation des gleichen Themas umgeht und halt einfach jeder Trainer irgendwo seine Stärken nutzt und hier halt auch irgendwie mit nutzen kann. Das finde ich ist eine große Stärke hier des Instituts auch, dass hier jeder so nach seiner Fasson arbeiten kann und soll. Mhm. Du kannst was zu dem großartigen Webinar vom nächsten Donnerstag sagen. Stimmt, genau. Ich mache am Donnerstag ein Webinar zur Teilearbeit. Hm. Mal wieder ein ganz neues Thema. Das habe ich noch gar nicht im Webinar-Kontext gemacht.
Und das ist gerade im Coaching eigentlich meine Lieblingsmethode. Und da habe ich gedacht, da werde ich jetzt einfach mal ein Webinar dazu geben, mit dem Fokus wirklich darauf, wie man diese Teilerarbeit im Coaching anwenden kann. Und ich werde natürlich auch darauf eingehen, wie man es im Selbstcoaching machen kann und ein paar Geschichten erzählen und ja, euch die Formate aus dem NLP dazu vorstellen. Mir fällt gerade auf, dass wir, so wie wir jetzt eigentlich hier gerade sitzen, die vier Trainer sind, die die Studio Jablonski Webinare eigentlich haben. Stimmt, ja. Das Webinar-Team, das Donnerstags-Team. Genau. Und was ganz spannend war heute, wir sind heute gestartet mit einer Klopfrunde. Dazu hatte ich ja auch schon zwei Webinare gegeben. Und es war wirklich heute nochmal schön zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch auf Edumanto euch die Webinare schon angeguckt habt, wie das auch wirklich in so einem Kontext wie hier so wunderbar funktioniert, 20 Leute zum Klopfen anzuleiten. Und es waren tolle Ergebnisse. Bitte beschäftigt euch mit EFT, also der Emotional Freedom Technik oder der PEP-Technik von Dr. Michael Bohne. Es ist eine tolle Ergänzung zum NLP. Oder schaut euch die Webinaraufzeichnung an von dir. Das sowieso. Dann schließe ich ab mit noch zwei, drei Orga-Sachen. Also zum einen, wie gesagt, Edumanto-Kommentare lohnt sich. Gerade auch zum Thema glückliche Beziehungen, das geht ja die nächsten Wochen weiter. Nochmal so einen heißen Tipp von meiner Seite an die ganze Welt. Es gibt ja so viele Menschen, die geben einem so Tipps, wie man glückliche Beziehungen führt. Also jeder weiß, wie das genau geht. Es gibt ja auch den Satz, wer es kann, der tut's, wer es nicht kann, lehrt's. Und drum wäre so mein Tipp, ich würde gucken, wenn dir einer einen Tipp gibt über glückliche Beziehungen, guck, was der für eine Beziehung führt. Und wenn du sagst, so eine Beziehung wie der will ich auch haben, dann befolge den Tipp. Wenn nicht, dann nicht. Ich hab das mal irgendwann gelernt. Das hat mein Leben so verändert, einfach wenn mir einer einen Tipp gibt, auch die Person anzugucken und mir zu überlegen, wenn ich dem Tipp folge, könnte ja sein, dass ich dem ähnlich werde. Will ich das? Mhm. Und danach kann man entscheiden. Okay, Dienstag kommt der Podcast, Donnerstag kommt das Webinar von Caroline. Nächsten Samstag kommt der zweite Newsletter zum Thema Beziehungen und ich greife schon mal nach vorne. Am 4. Advent, müssen wir auch kurz was dazu sagen, da konkurrieren wir miteinander. Ja, da konkurrieren das wir. Das wird dramatisch. Das wird ein richtiges Battle. 4. Genau, nimm mal den Löffel. Am 4. Advent treten wir gegeneinander an. Ja, sozusagen. Soll ich erst und dann du? Ja, erst du. Ich mache da einen Online-Tag über Modeling im Alltag auf der World of NLP und ich sage das jetzt schon, weil der ist kostenlos für Mitglieder der World of NLP ab einem Punktekonto von 2000 Punkten. Und wenn du das noch erreichen willst, musst du dich jetzt da anmelden und ranhalten. Und ansonsten wäre mein Tipp, nachdem Dagmar an dem Wochenende in der Jablonski-Straße ein Seminar macht, würde ich zu Dagmar in Präsenz gehen und von dem Modeling-Tag die Aufzeichnung angucken. Das wäre mein Tipp. Das ist eine sehr gute Idee. Ich mache hier zwei Tage zum Thema Happiness, wie du dein Leben in Gesundheit, Glück und Fülle manifestierst. Das heißt, auch hier geht es ganz viel um Ebene 7 Ressourcen. Also wir werden hier das Manifestieren lernen und verschiedene Strategien zum Thema Glück, Geld, Erfolg, Gesundheit. Und das wird richtig, richtig toll. Also hier in Präsenz in der Jablonski-Straße und Ralf online. Dann mache ich zu deinem auch einen Link unter das Video drunter, ne? Sehr auf gerne. Deine Seite. Frühbucherpreis endet übrigens 1.11. Halt dich ran, wenn du noch den guten Preis mitnehmen möchtest. Dann war's das, wa? Gut. Dann geht jetzt Daniel, wodurch der Stuhl frei wird und wir winken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.